Ich Tarzan, du Jane. Diesen Satz hat Lena Meyer-Landroth ein bisschen öfter gehört in letzter Zeit, denn sie durfte die Jane spielen, genauer gesagt ihr die Stimme leihen. Ab morgen ist der 3D-Animationsfilm im Kino zu bestaunen und Lena macht auch als Synchronsprecherin eine ganz gute Figur, obwohl sie ein bisschen hippelig ist. Du, es gibt dich also wirklich. Die ganze Zeit lang habe ich gedacht, es war nur ein Traum. Und schon geht's rund. Nur langweilig synchronisieren? Nicht mit Lena. Schade fast, dass die Zuschauer das nicht auch sehen können. Denn im Film selbst bleibt von all der Energie nur die Stimme. Und auch die nur selten, denn Tarzan ist eben nicht der Film der großen Dialoge. Aha. Auch die Tarzan-Stimme Alexander Fehling fand seine Rolle deshalb, nun ja, reizvoll. Na klasse. Dann habe ich gedacht, ja, Tarzan, da werde ich nicht viel Text haben, das kann ich machen. Das ist tatsächlich wahr. Alexander hat sehr wenig Text. Ich habe ungefähr 3 oder 4 Sätze, glaube ich. Und viele U's und A's. Genau, und 3 Sätze davon sind ich, Tarzan, du, Jane. Das ist nicht mein Satz. Tarzan. Jane. Ich, Tarzan. Du, Jane. Aber eigentlich geht es in dem Film ja auch weniger um Tiefsinniges. Das 3D-Animationsmärchen erzählt die Geschichte vom menschenjungen Tarzan, der im Dschungel von Affen aufgezogen wird und sich erst gegen gewalttätige Silberrücken und dann gegen fiese Menschen durchsetzen muss. Es ist die geschätzt 100. Verfilmung des Klassikers und das Besondere wohl eher die Hightech-Produktion. Motion Capture heißt es, wenn mit Sensoren besetzte Schauspieler, Stuntleute und sogenannte Parkour-Artists die Bewegungen ausführen, die dann später die Trickfiguren machen werden. Erst am Computer entsteht dann der echte Film. Aber richtig lebendig werden die Rollen durch die Synchronstimmen. Hier Stars wie Kai Wiesinger, Wigald Boning und eben Tarzan Alexander Fehling. Auch wenn seine Jane Lena ihn bisher noch nicht so oft im Kino gesehen hat. Erst beim Interview lernten sich die beiden kennen. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich bin kein, ich habe noch nicht viele deutsche Filme gesehen. Ich bin eher so ein Hollywood-Mädchen. Inglourious Basterds? Mhm. Hast du da mitgespielt? Ja. Nee! Ja, aber ne, also nicht so eine große Rolle, aber eine große Rolle, ja. Quatsch! Ja. Die gucke ich direkt nochmal. Und auch in ihrem Tarzan-Film würden die beiden nochmal gehen, der sei schließlich was für die ganze Familie. Und weil es so schön ist, zeigen wir nochmal, wie Tarzan und Jane, oder besser Alexander und Lena, ihre Arbeit machen. Mein Name Tarzan. Du Jane. Du kannst sprechen. Aber nicht mehr viel, denn wir sind